dem Saisonabbruch in der 2-Punkt-Liga gibt es in der höchsten Spielklasse keine Absteiger. Dazu bastelt der Weiland sein im Kader. Zwei Abgänge stehen fest. Bad Homburg, die gute Nachricht vorab. Der KÖ Bad Homburg wird Stand heute auch in der Saison 2021/22 Tischtennis-Bundesliga DTBL an den Start gehen. Nachdem das Präsidium des Deutschen Tischtennis-Bundes der TTB im Anschluss an eine Videokonferenz mit den Vertretern der Landesverbände am Dienstagabend den Abbruch der Saisons von der Bundesliga bis zur Regionalliga verkündet hat, gibt es als Konsequenz daraus in der Bild keine Absteiger zu Brücke Grenzau und der KÖ Bad Homburg, die nach 19 von 22 Spieltagen die beiden Abstiegsplätze belegen, genießen damit sportlichen Bestandsschutz, vorausgesetzt, sie erfüllen die wirtschaftlichen Voraussetzungen, die für das Lizenzierungsverfahren. Die Bewerbungen müssen bis zum 28. Februar bei der Geschäftsstelle der Adelsport GmbH vorliegen. Wir werden die erforderlichen Unterlagen pünktlich einreichen, ist Sven Rehde, der sportliche Leiter des KÖ Bad Homburg, sehr zuversichtlich, dass der letztjährige Aufsteiger auch diesmal seine finanziellen Hausaufgaben erfüllen und das Budget von knapp 2.000.000 Euro stemmt. Wenngleich die Folgen der Corona-Pandemie und das für den 20. bis 26. Juni geplante Profitennisturnier der Damen im Bad Homburger Kurpark die Akquirierung von Sponsoren gewiss nicht leichter. Obere Tabellenhälfte als langfristiges Ziel, aber Rehde wäre nicht Rehde, wenn er diese Aufgaben nicht als Herausforderung der besonderen Art interpretiert, zumal ihm ab dem 1. Juli mit Helmut Hampel ein Trainer legender im Tischtennis als überaus kompetenter und bestens vernetzter Unterstützer zur Seite steht. Gemeinsam bilden Rehde Hampel in der Saison 2021/22 den Sportvorstand des ambitionierten Clubs aus dem Stadtteil Obererlenbach. Dort hat man trotz des sportlichen Stillstands mit 11 Niederlagen in Serie ins Aachen Personal bereits den Claim Rehde, wir wollen mit Rares Hippos in die nächste Saison gehen und ihm einen wettbewerbsfähigen Kader zur Seite stellen, mit dem wir uns mittelfristig in der Tabelle etablieren wollen. Auf Strecke betrachtet, will sich dazu dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte Position. Katzmann und Grenne gehen, personelle Fluktuationen sind angesichts dieser ehrgeizigen Ziele unabdingbar. Mit Lev Katzmann und Maxim Grenne haben bereits die beiden russischen Spieler aus dem aktuellen Quintett bekannt gegeben, denn war der 19-jährige Katzmann, einer der Aufstiegsgaranten vor einem Jahr, hat einen Vertrag beim Tabellenfünften Knäueln unterschrieben. Dessen Trainingsgruppe unter Bundesliga-Koch Dmitri Matsunov im dortigen Leistungszentrum gehörte seit Gerard Katzmanns ebenfalls 19-jähriger Landsmann Maxim Grene fragt bald das Trikot des Tabellenachten Posts. Utschu 23 Nationalspieler Nils Hohmeier werden Club wohl verlassen. Über unsere Neuzugänge werden wir informieren, sobald die Verträge unterzeichnet sind. Zwischen den Zeilen lässt er anklingen, dass man auf der Suche nach Verstärkungen schon weit fort. Vor dem Hintergrund der Präsidiumsentscheidung herrscht nun also in Tischtennis Deutschland Plan für die Top-Teams der 1-Punkt-Bundesliga. Geht es in der Schlussphase der regulären Saison um das Erreichen eines Playoff-Platzes, den Rekordmeister Borussia Düsseldorf als Spitzenreiter mit 32,4 Punkten bereits gebucht hat. Den drei restlichen Partien des KÖ kommt nur noch statistische Bedeutung zu. Am morgigen Freitag bestreitet das Schlusslicht um 19 Uhr bei MTSV Bad Königshofen sie sein letztes Auswärtsspiel der Saison. Am Sonntag um 15 Uhr schlägt Werder Bremen 9. im Wingerdome. Ob der brasilianische Spitzenspieler Gustavo Zuboy Einzelbilanz, 6,4 Siege dann wie geplant letztmals in Obererlenbach aufschlägt? Er wohnt in Portugal. Von dort ist die Einreise nach Deutschland wegen der derzeitigen Corona-Lage ungewiss. Das letzte SBL bestreitet das Team von Tobias Beck, der aufgrund seiner Verpflichtungen beim hessischen Tischtennis Werpendam Saisonendeals Trainer ausscheidet, am März um 15 Uhr gegen den Krönsprudel Fulda.